Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin der Ramses. Ich bin der Kesto. Oh, jetzt habe ich dir reingeredet. Was ich bin der Kesto. Jetzt habe ich schon wieder geredet. Ich bin der Kesto. Okay, und du? Moin, ich bin der Hannes. Ja, aber den kennt man ja, ne? Aber den kennst du doch auch. Und ihr kennt noch was, und zwar, das ist das Surströmming. Das machen wir mal kurz so fürs Thumbnail. Und ihr kennt ja die Geschichte, der Kesto, der hat noch nie Surströmming probiert. Ich habe das schon mal mit dem Ditschen gemacht. Das Video habe ich hoffentlich die Tage wieder hochgeladen, wenn ihr das jetzt seht. Ich habe das mal mit Manns Haulwurf und so weiter gemacht. Das muss auch wieder hoch und wir wollen das jetzt mal testen zu dritt. Und wir sitzen hier und wir haben schon gemerkt, wir hatten diesen super Öffner, der einfach nicht greift und du nichts aufmachen kannst damit, weil die Dose mittlerweile so extrem gewölbt ist und verbeult. Also die steht mega brutal unter Druck. Die haben wir uns hingestellt, falls da gar kein Fisch mehr drin ist und der sich so zersetzt, da dass da nur noch Brühe drin ist, dass wir dann Shots trinken können. Aber ansonsten würde ich sagen, im Notfall aber noch diesen hier einmal draufhauen, bam, und dann geht alles auf. Aber der Hannes probiert jetzt mal erstmal diese Dose zu öffnen. Hannes, viel Spaß. Ich bin der Filmer, du bist der Hannes. Wenn der Kerstin macht dich schon vom Acker. Was ist denn mit dir? Oh, verdammt. Du musst ja hier. Ja, Mann. Ja, Kesto, oh. Ja. Ich glaube, der Kesto hat gerade gefurzt. Auf jeden Fall hat es so geklungen und es riecht jetzt so. Ja. So, und jetzt? Ich sehe schon, dass der Öffner eine blanke Räude ist. Obwohl, da am Rand entlang scheint das jetzt besser zu funktionieren. Und jetzt geht es nicht mehr weiter. Das ist geil. Was ist denn der Kollege? Der Kollege Schmalfuß schon wieder, der macht da. Okay. Der Hannes konzentriert sich weiter aufs Öffnen. Oh, ist das geil, ist das geil. Willst du gleich einen Shot von dem Wasser trinken? Jetzt wurde Platz gemacht, was für Neues. Wie er weiß, wie es geht. So. Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn ihr die tausendjährigen Eier gesehen habt von uns, die hat er geschluckt wie sonst was. Weil das waren halt Eier, ne? Da kennt er sich. Oh, ist ja gut, ich rede ja schon nicht mehr mit dir. Oh, Kesto. Ja, hau rein. Jetzt. Ey, das kann ich nicht schlucken, das will sich jetzt schon. Boah, das stinkt. Die Scheiße. Das ist doch typische Surströmming-Geruch. Sagen dir ja alle, dass das immer riecht, als hätte man sich in die Hose geschissen. Ja, genau so. Doppelt und dreifach. Das sieht halt jetzt nicht schön aus, wie das geöffnet wird. Ihr seht, das sind jetzt überall Einschnitte drin und Löcher und sonst was. Das sah schon mal besser aus, aber das ist ja auch egal. Das funktioniert auch nicht richtig. Also es geht ja hier jetzt nicht um einen Schönheitspreis. Boah, die Fliegen sind schon da. Ja, jetzt kommt das ganze Zeug angeflogen und geht uns auf den Sack hier. Oh, Hannes, du vergisst viel zu viel von den super Dings. Obwohl, warte mal. Schenk mal kurz drei ein. Ich sehe das doch schon. Da ist ein kleines Löchlein, da schaffst du es doch bestimmt, von dem Wasser drei Gläschen einzuschenken. Oh, shit. Jetzt. Ich glaube, das war keine gute Idee. Doch, das ist die beste Idee. So. Da haben wir drei Gläschen erstmal, das sieht doch gut aus. Einfach um ein bisschen Mut sich anzutrinken. Kesto, kannst du gerne mal hier einen Schluck nehmen? Möchtest du mal? Nee. Wie nee? Boah, das sieht schon. Der riecht halt nicht dran. Ich mich anzufassen. Jetzt hat. Einmal Surströmming Wasser als Shot. Nicht nachdenken, einfach rein und schlucken. Das hast du gestern auch so gut geschafft. Scheiße. Glaube ich nicht. Also ich glaube, dem Käse hat es nicht so gut geschmeckt, ja?
Der Hannes steckt das bestimmt wieder weg wie sonst was. Ich nehme mir mal das andere Gläschen, und zwar das hier in der Mitte. Weil das sieht doch besser aus. Das ist Surströmming. Ich weiß nicht, was passiert. Ich stehe lieber mal kurz auf. Hannes, willst du anstoßen? Ich stoße mit an. Hey, Gesto. Prost auf Gesto, dass er das alles immer so schön mitmacht. Naja, sehr salzig. Ja, schmeckt halt nach mega Arsch. Ist nicht unbedingt lecker. Extrem extrem salzig, das ganze Zeug. Ja, bestimmt. Bad warm. Ich glaube, das ist auch nicht gut so. Das Gewölbte hat schon gezeigt, dass das richtig rotzig ist. Ja. Aber uns geht's gut. Wir haben das Schlimmste hinter uns. Die Brühe ist nämlich eigentlich das Schlimmste. Der Käse lässt sich die Sache nochmal durch den Kopf gehen. Wir haben Glück. Es ist noch Fisch da. Obwohl wir so viel abgegossen haben, ist noch so viel Fisch da drin. Bin ich mal gespannt, wenn der Käse sich beruhigt hat, ob er dann noch ein Stück Fisch probieren möchte vom Surströmming. Ey, guckt euch mal das kurz an. Ich habe im Käse sein Glas gefunden. Das liegt hier da. Das sind einfach die ganzen ekligen Kackfliegen dran und tümmeln sich hier rum. Alter. Was sind jetzt hin? Fliegen. Geht halt nochmal. Ich tue euch nichts, ne? Sammelt euch ruhig alle und guckt euch das an. Wie hier diese ganzen ekligen Kackfliegen da dran rumwühlen. Eben hier. Da sieht's gut aus. Da drüben ist der dritte Weltkrieg. Wir versuchen nochmal langsam ranzugehen und zu gucken, wie es da ausschaut. Seht ihr das? Was da alles abgeht? Wie viele Fliegen das sind? Die sind theoretisch nur da, wo der Kesto erbrochen hat. Ich glaube, denen geht es um Kesto seine Innereien und nicht um andere Sachen. Also, aber riecht gut. So, der Kesto möchte jetzt als erstes natürlich mal von dem leckeren Fischfilet probieren und er möchte sich die Hände nicht dreckig machen, deswegen benutzen er diesen Öffner und zieht da drum wie eine Aal und dann machen sie mal irgendwas. Ich weiß nicht genau was. Das darf ich nicht essen, Alter. Guck mal, Digga, das ist einfach nur noch Grete, hä? Margarete, was ist los? Was geht ab? Ja, dann leg die mal daneben, deswegen. Das wird jetzt ewig dauern, bis du das Fleisch kriegst, weil das hat sich ja schön zersetzt. Hey, Digga, ey, das ist die in der Hand dran. Such dir mal was. Oh, das sieht gut aus. Schönes, fleischiges Kotstück. Ja, weil du immer so rumschreist, ne? Du schlägst mir auf morgen, du. So, wir wollen den Herrn nicht stören in seiner Privatsphäre. Ich guck jetzt mal ganz kurz, ob ich hier irgendwas finde, was halt nach essbar ausschaut. Na, guck doch mal, ja, das ist alles, was weiß ich. Was weiß ich, was das alles ist. Wir haben hier diesen Klumpen Kackmist mit scheiß viel Gräten dran. Das nehmt ihr dann also einfach in den Mund. Und zerkaut ihr da ein bisschen. Und dann kommt das Schlucken. Das Schlucken ist immer die Überwindung, das Schlucken ist das Schlimmste. Wenn da jetzt was cremig Freshes dazu wäre mit Knäckebrot, wäre das übelst die Spezialität. Hannes, gönn dir mal richtig hier. Es ist schon wieder fast nur degraded hier alles. Da hast du so wenig Fleisch immer. Ja, das reicht schon. Nimm einfach das Stückchen, was du da hast und dann passt halt. Ich bin zwar kein Fischfreund, aber gut. Hablo, hablo. Da hängt der Schwanz noch drin. Lass dir schmecken, ha? Danke. Und du bist auch nie allein, wenn es Surströmming ist. Da kommen immer gleich die ganzen Fliegen an und verfolgen dich. Was? Grete. Ja, das ist übelst brutal. Meistens fällt das Fleisch von alleine ab und dann bleibt nur noch sonst was übrig. Ja, ich habe gerade so eine fette Grete hinten quer hängen. Grete. Eine Fettgrette.
Aber ja. Möchtest du noch mal probieren dann? Du bist fertig für heute. Okay. Das gönne ich mir noch, das Teil hier. Der Geruch haftet, der bleibt doch länger. Morgen bei der Goldenen Meile, immer wenn du eine Flasche zum Mund führst, hast du jedes Mal Scheiße in der Nase. Also das ist doch genial. Schade ist trotzdem, dass das meiste davon ja eigentlich eh mal weggeschmissen wird. Denn guck doch mal, ja, hier, nur der Wirbelsäule, nichts daneben. Suchst du weiter, hast du was? Die nächste Wirbelsäule, wo halt kaum Zeugs dran ist. Das meiste hat sich, glaube ich, irgendwie sowieso aufgelöst. Da ein bisschen Schmodder ist dran, aber... Ich bin auch kein Fischfreund, ey. Das ist scheiße. Aber... Mir hängt gerade so eine fette Scheißkrette hinten quer. Hier ist zum Beispiel ganz viel Haut, die da dran hängt und da rumschlurbt, die man sich ganz genüsslich dann einfach in den Mund stecken kann. Ich will nicht, dass es auf mein Bein tröpfelt. So, und weg ist es. Ihr seht, alles kein Problem. Kostet nur ein bisschen Überwindung. Habe ich schlimme Erinnerungen, glaube ich. Bin schon abgehärtet. Sustreaming 3.0. So, möchte noch jemand was machen oder sagen? Ansonsten, glaube ich, sieht man ja, dass das halt wirklich mega unterschiedlich ist. Meiner Meinung nach sich das sowieso nicht lohnt, aber wenn ihr das wirklich mal traditionell esst, ist das bestimmt ein total tolles Gericht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und ich komme immer noch nicht auf das Glas klar mit den 10.000 Fliegen, die da drumherum schwirren. Und hier einfach halt nichts ist. Alles cool, weil wir sind hier. Und hier drüben geht immer noch die Welt unter. Habt ihr schon mal Sustreaming gegessen? Schreibt es mal in die Kommentare oder würdet ihr das gerne mal testen? Gibt es ja bei Amazon oder so irgendwo zu bestellen. Testet es halt mal und sagt mal eure ehrliche Meinung dazu. Ansonsten danke Kästo fürs Mitmachen. Dankeschön Hades natürlich. Jetzt merke ich auch, dass da hinten irgendwas hängen geblieben ist von dem scheiß Kretenzeug. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.